Heute Schiffsreise ins Schwarze Meer. Nostalgieurlaub auf dem Traumschiff der 90er Jahre. 12 Jahre bestimmten Drehbücher die Reisen an Bord des Kreuzfahrtschiffes Berlin. Als erstes Traumschiff mit Schauspieler Sascha Haen als Steward kreuzte der einstige Luxusdampfer in den 1990er Jahren durch die Weltmeere, als Schauplatz einer der erfolgreichsten Sendungen des deutschen Fernsehens. Heute sind Luxus und Glamour auf den großen Schiffen zu Hause, mit oft bis zu 4000 Passagieren. Wer an Bord der Berlin geht, begibt sich also auf eine Art Retro-Reise. Hier ist manches noch ein wenig gestrig. Aber dafür spürt man noch das leise Rauschen des Meeres, empfängt den Kreuzfahrer eine stilvolle und trotzdem legere Atmosphäre. Die Reise beginnt in Venedig, führt über das griechische Itea mit seinem weltberühmten Delphi in die türkische Metropole Istanbul, dann weiter durch das Schwarze Meer ins ukrainische Odessa und nach Jalta und über Mykonos und Kroatien zurück nach Venedig. Schon die Ausfahrt aus der italienischen Lagunenstadt wird zu einem Festakt für Kreuzfahrtliebhaber. Wie von unsichtbarer Hand gezogen, schiebt sich das Schiff hinaus aus der Stadt. An Bord die Logenplätze mit den schönsten Blicken auf die Lagunenstadt und ihre prachtvollen Paläste. Der Dogenpalast, eines der Glanzstücke aus Venedigs tausendjähriger Geschichte. Venedig genießen, ganz bequem, vom Deck des Schiffes aus. Und dann, wenn Venedig am Horizont ins Meer taucht, ein erster Besuch im Außenrestaurant auf dem Verandadeck. Immer begleitet von einer leichten Brise wird dies in den kommenden Tagen einer der Lieblingsplätze der Passagiere werden. Unter Deck kümmern sich fast 200 Besatzungsmitglieder um die Wünsche und das Wohl der nur knapp 400 Gäste. Die Polin Elena, die wie die meisten ihrer Kollegen gut Deutsch spricht, ist für das Housekeeping zuständig. Nur 206 Kabinen hat das ehemalige Traumschiff, davon 160 mit Blick aufs Meer. Kein übertriebener Luxus, kein Shishi, aber blitzsauber, gemütlich und mit viel Liebe hergerichtet. Auch hier ein bisschen 90er-Jahre-Nostalgie. Sobald das Schiff auf offener See kreuzt, beginnt für die meisten Gäste die Erholung. Ohne Motorenlärm, nur begleitet vom Rauschen des Meeres, sucht sich jeder seinen privaten Rückzugswinkel zum Sonnenbaden und Entspannen. Die Berlin ist ein kleines und leises Schiff. Auf eifrige Animateure und laute Unterhaltung wird hier verzichtet. Große Sonnendecks, Fehlanzeige. Dafür ist man dem Meer meist ganz nah.